Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mechanism Tutorial. In dieser Episode geht es mal um zwei Items. Und zwar einmal um den Restrictive Transporter und einmal um den Diversion Transporter. Ich habe das jetzt mal ganz kurz angeguckt. Ich komme auf keine hundertprozentige Lösung, muss ich gestehen. Der Diversion Transporter soll eigentlich dafür sein, dass er die höchste Priorität hat. Das heißt, in dem Netzwerk hier wird eigentlich gesagt, okay, gut, hier, der hat jetzt hier eine Blocklänge von minus 1000 und ist somit der, den du jetzt als nächstes ansteuern solltest. Das funktioniert allerdings nicht. Können wir uns einmal angucken. Ja, das schauen wir uns mal an. Tja, und wir sehen, passiert nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite gibt es noch seinen Onkel, nämlich den Restrictive Transporter. Und der hat zum Beispiel die Möglichkeit, und der Restrictive Transporter hat die höchste Länge. Das heißt, jetzt wird dem Netzwerk eigentlich simuliert, okay, gut, hier Restrictive Transporter hat über 1000 Blöcke Abstand und ist somit nicht mehr der schnellste Pfad. Und nimm mal lieber hier links. Gucken wir uns auch mal an. Und wir sehen, die Items gehen nach links. Das heißt, irgendwie funktioniert das schon mal auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. So, dann gucken wir, nehmen wir uns die Items einmal wieder. Und wir sagen jetzt einfach mal, okay, gut, unser Inventory System ist komplett Fuel. Alles voll. Ja? Also die Kiste ist voll. Oh, das geht einfach mal ab, im Grunde um das Kabel. Und ja, also wenn ich jetzt hier natürlich sage, okay, ich packe die Dinger hier rein, dann seht ihr, das läuft hier rein. Wir können es natürlich auch nochmal simulieren, indem wir hier sagen, okay, gut, hier, zack. Und wir nehmen uns hier einfach mal, was nehmen wir denn uns? Nehmen wir uns hier Kabel zum Beispiel. Kabel gibt es doch, kann man doch immer nie genug haben. Das ist auch immer das Beste, was es gibt. Nehmen wir uns mal noch ein bisschen Kabel. Zack, damit das Inventory gleich hier einmal voll wird. Okay, ja, zack, 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 zack. Mal rein, 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 rein. Auch ein bisschen dauern, Moment. Mal einmal. So, guck mal einmal rein. Na, okay. Na, machen wir hier immer noch voll den Quatsch. So. Okay. Kiste ist voll. Und wir gucken mal, was er jetzt mit den Items halt entsprechend halt macht. Und packen nochmal unsere Items rein. Und wir sehen natürlich. Na, ist ja logisch. Also, ich meine, was anderes gibt es da halt natürlich auch nicht. Ne? Also, du hast eine Zweierverzweigung und er nimmt halt, hast keinen Platz mehr. Und er nimmt halt das, er nimmt halt das zweite Inventar. Also, hätte er wahrscheinlich auch eine ganz normale Chest oder eine ganz normale Pipe oder beziehungsweise Transporter gereicht. Aber gut, so viel auf jeden Fall zu diesen beiden. Ich sehe tatsächlich jetzt nicht so den großen Nutzen von den beiden. Aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare was dazu schreiben, wenn ihr einen Nutzen dazu seht. Danke fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.